Hallo Shift X! Und da haben wir gerade eben ein bisschen das Intro übersprungen. War aber nur das Logo von Head Up Games und Elder Games. Ich sag euch gleich ein bisschen mehr dazu. Was ist eigentlich Solar Shifter X nun zum ersten Mal? Zum ersten Mal, richtig. Zum einen Mal, es kommt raus. Moment mal ganz kurz, ich muss meinen Aufnahmetimer hier starten. Dankeschön. Es kommt raus am 11. September auf Steam für PC, Mac und Linux. Und ich glaube Richtung Anfang 2016 auch für die aktuellen Konsolen. Also wir reden hier von Xbox One und PS4. So, ich glaube hier irgendwo. Hier komme ich runter, genau, richtig. Solar Shifter X ist ein Sci-Fi-Shooter im Endeffekt eigentlich. Und zwar mit einer ganz besonderen Möglichkeit, und zwar mit dem Shiften, deswegen auch der Titel Solar Shifter X. Und wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen an. Ich spiele mit dem Xbox 360 Wireless Controller unter Windows 8.1. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht die Zeit gehabt, der Key ist auch erst heute angekommen. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt im Endeffekt wahrscheinlich nächste Woche alle zwei Tage eine Folge veröffentlichen kann. Oh shit. Ich muss aufpassen. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe in der Vergangenheit natürlich viele solche Sachen gespielt, vor allem weil teilweise auch einfach die Hardware ohnehin nicht mehr hergegeben hat. Aber das ist ja jetzt ehrlich gesagt gerade überhaupt kein Vergleich. Das wirft mich ja komplett in schöne Fights. Ist auf jeden Fall schöne Grafik, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin gespannt, was das Spiel noch hergeben wird. Hallo. Haben wir einen Begleiter bekommen? Ich bin Darwish von Game Together und wo ist denn der jetzt hin? Hat er mich nicht gehört? Kam der Funk nicht bei ihm an? So. Genau, richtig. Elder Games ist übrigens ein Ein-Mann-Projekt. Entstand. Oh Mann, jetzt muss ich aufpassen. Moment mal ganz kurz. Das ist ja jetzt. Das geht ja. Ach du Scheiße. Nein. Okay. Geil. Was treffe ich da eigentlich? Die großen Schiffe oder auch nur die kleinen? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall soll ich den Geschossen ausweichen. Ach du Scheiße. Okay, haben wir geschafft. Aber irgendwas kommt hier von der Seite, glaube ich, angeflogen. Ah, ah, ah. Nee, also die Großen hier, die treffe ich nicht. Ah, aber die Kleinen hier. Perfekt. So, kommen wir mal ein bisschen zu Elder Games. Das ist das Entwicklerstudio. Head Up Games kennen wir ja alle schon. Dank unserem Community-Projekt Space and Cheers. Gut, ist eine andere Geschichte, da kommen wir jetzt nicht drauf. Elder Games ist, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe, 2007 gegründet worden. Und ist halt eben, ja, ein ganz, ganz kleines Entwicklerstudio. Oh, scheiße. Nein. Erwischt, 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 erwischt. Boah, verdammt, da bin ich ja gerade nochmal rausgekommen. Boah. Okay, okay, ausweichen. Okay, hier rüber. Nein. Das Shiften ist cool. Das Shiften ist richtig geil. Das macht Bock auf mehr. Oh, 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 oh. Scheiße. Okay. Credits sind fast voll aufgeladen. Dafür ist mein Leben fast am Arsch. Ich spiele im Übrigen auf 1000. Oh. Auf 1920x1080 mit den maximalsten Einstellungen. Die waren, glaube ich, die heißen, glaube ich, einfach nur. Ich weiß nicht, wie heißen die, episch oder sowas. Oh, da hat sich meine Hülle ein bisschen repariert. Sehr schön. Am besten ist, glaube ich, immer, man sucht sich so eine Position, wenn es geht, in der die Geschosse nicht hinkommen. Da stehe ich momentan gerade sehr, sehr gut. Andere Möglichkeit ist natürlich. Achso, ich schieße ja jetzt ein bisschen diagonal, ne? Perfekt. Damit sind die auch ausradiert. Oh, Moment, du kommst noch mit. Ich brauche die Credits. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Leiste voll ist. Aber okay. Oh shit. Ich wollte eigentlich gerade weiter was zum Studio sagen, aber ich glaube, ich passe erstmal lieber auf, was ich hier eigentlich mache. Gut. Wie komme ich an den ran? Gute Frage, nächste Frage. Also bin ich hier ziemlich verdammt, verdammt, in der Flugbahn. Der Geschosse. Mist, verdammt. Okay. Press any key. Das geht hier weiter. Das hat hier einen Speicherpunkt gefunden. Ich würde doch sagen, wir bleiben hier mal in der Mitte, oder? Wir ballern ihn der einfach so mal mitten in die Front rein.
Mal gucken, ob wir das hier überleben können. Oh, scheiße. Das wird übel, das wird übel, das wird übel. Okay, wir müssen hier raus. Hier sind aber die Geschosse. Ein bisschen rüber. Das dürfte wahrscheinlich so ein Zwischengegner sein. Oben sieht man die Leiste. Geile Musik auf jeden Fall. Richtig fetzig. Ah, ja, ja, ja. Du willst mich dann wohl von der Seite packen, was? Aber es funktioniert so nicht. Returning to Hangar. Press any key. Next Mission Exit to Menu. Kann ich hier irgendwie mich ausrüsten oder so? So, jedenfalls mal ganz kurz nochmal zum Entwicklerstudium. Es ist, so viel ich mitbekommen habe, tatsächlich ein Ein-Mann-Team. Hat aber ein Spiel mit Meridian New World, glaube ich. So, und jetzt kommt halt eben Dings raus. Ah, sieh mal an. Primary Secondary. Kann ich hier was verbessern? Primary, Secondary, was haben wir denn hier? Ist das der Shift-Antrieb? Confirm. Ich weiß nicht, ob ich da confirm will. Primary. Da können wir jetzt, glaube ich, nichts machen, aber Secondary ist noch nicht besetzt. Also. Dann war es das wohl, oder? Next Mission. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Bin ich mal gespannt, was wir da noch so alles einkaufen können. Wobei ich muss natürlich sagen, ich werde jetzt auf jeden Fall einen Unterschied machen, jetzt zur Beta-Version. Ah, verstehe. Ein zweites Geschütz. Und nachher zur Release-Version. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie ein finaler Stand sein könnte oder ob sich eventuell noch was tun wird. Das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Wow, 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 wow. Von da... Oh, shit. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. deswegen, ich mache auf jeden Fall einen Unterschied. Wie immer, wir hatten das ja jetzt schon in der letzten Playlist, sag ich mal, bei ein paar Spielen. Und so wird es halt eben auch fortführen. Nehmen wir beispielsweise Onikira jetzt als letztes. Da habe ich euch erst einen Blick in die Beta gegeben und anschließend dann, naja, zumindest mal ein Walkthrough durch die Vollversion, durch die Release-Version. So, was haben wir denn hier? Okay, den kann ich nicht. Checkpoint reached. Das ist schon mal etwas. Das heißt, hier würde ich starten, wenn ich draufgehe. Aber bis jetzt gut gemacht. Bis jetzt sehr gut gemacht. Es gibt aber immer noch nur die RT-Taste, ne? Das heißt, wir haben einfach nur ein zweites Geschütz dazu bekommen. Was uns einfach ein bisschen mehr Fire Power verleiht. Von daher würde ich mal gut hoffen, dass wir hier noch ein bisschen was zu sehen bekommen. So, Hold X, also das ist wieder Attack by Shifting. Okay, verstehe, hab verstanden. Oh shit. Alter, das war vielleicht knapp. So, wir reparieren die Hülle. Jawohl, kommt mir in meine Schussbahn. Perfekt, wie ihr das macht. Ich liebe eure Fliegmanöver, jetzt schon. Das sieht aber auch echt geil aus, vor allem mit den Schmauchspuren, ne? Und dann immer wieder diese 3D-Drehungen und dann schießt er mal nach vorne. So, oh shit. Okay, ich bin mal... ich hätte nicht rüberspringen sollen. Verdammte Axt. Aber cool gemacht, trotzdem. Diese zwei großen Schiffe, die muss ich mir auf jeden Fall merken. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ich habe jetzt den einen. Den anderen kriege ich, denke ich mal, auch noch. Jawohl, perfekt, perfekt. Ah, da kommen gleich die nächsten. Keine Zeit verstreichen lassen, ich weiß. So. Oh mein Gott, meine Hülle ist schon wieder... meine Hülle ist schon wieder übel angekratzt. Wir bleiben hier. Momentan ist es hier gerade sicher. Und ich nehme erstmal nur die Kleinen, wie ich gerade sehe. So, jetzt auch den Großen. Perfekt. Okay. Und... Shiften. Perfekt, perfekt, perfekt. So, Critical ist wieder bald voll. Das freut mich natürlich umso mehr. Dann geht's bald wieder in den Hangar, vermute ich. Ein bisschen einkaufen, ein bisschen shoppen, muss ja auch sein. Frischshoppen ist es ehrlich, ist es ehrlich gesagt nicht. Oh, shit.
mal gut gemacht, finde ich. Okay, den holen wir uns noch. Jawohl, perfekt. Sehr schön, schön aufgeräumt. Bisschen mehr Credits hätten sein können, hoffe ich. Scheiße, Alter. Nein, weil ich das gar nicht mehr so... Ey, was ich früher alles gespielt habe, wenn man das mal überlegt. Ardas Clan Leader Approaching. Okay. Ich sehe, was der da vorhat. Das Problem ist natürlich... Oh yeah. Okay, der lässt sich... Oh nein! Der lässt sich nicht leicht erwischen, wie ich schon gesehen habe. Was ich früher alles gespielt habe. Mir fallen natürlich leider Gottes die Titel nicht mehr alle ein. Aber da waren echt mega Titel drunter. An einen erinnere ich mich ganz besonders gerne. Terminal Velocity. Ey, mega. Das war glaube ich sogar... Das war glaube ich sogar auf dem 486er noch? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Das ist alles schon so ewig her für mich natürlich. So, den hole ich mir jetzt. Ja, hat andere Pläne. Whoop. Sehr schön gemacht. Ich glaube hier... Nein! Ich wollte gerade sagen, hier würde man am ehesten ausweichen. Da sind Treffer... Da kommen wir hier nicht so vor. Treffergelegenheiten. Gut. Komm hier. Komm mal, lass mich ein bisschen üben. Yay! Ist schade, dass man... Mist, ich habe außerdem den rechten Stick benutzt. Es ist natürlich schade, dass man an der Stelle... Da müsste man das Schiff eigentlich drehen können, fast schon. Okay, rüber. So, wir kennen ja seine Taktik. Und wir müssen... Naja, das war blöd. Das war jetzt so blöd. Das war... Ich hab doch noch geschiftet! Nein! Verdammt! Ardas Clan Leader approaching! So, komm her. Komm her, ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Da hast du es genau gesehen. Ich habe einen großen Hammer. Da zieht eine große Furche, mein Freund. Ich bin aber auch manchmal ein bisschen verpeilt. So. Jupp, komm. Oh. Nein! Fuck. Ich glaube, das hat mich ein bisschen erwischt. Und gerade eben wieder. Ich muss aufpassen. Sonst wird das hier nichts mehr im Überleben. Okay, der war definitiv knapp. Oh. Ich hab ihn fast. Jetzt muss er mir nur noch mal die Möglichkeit geben und... verdammt. Tennis, gut. So, jetzt gleich reinhauen. Gleich von Anfang an, wenn er angeflogen kommt. So, perfekt. Rüber shiften. Swipen wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Ahnung warum. Das Swipe wird hier nicht. Und das weckt schon gar nicht. Komm zu Mama. Nein. Ich habe doch geschiftet. Mensch. Ja, ich weiß. Ich war vielleicht ein bisschen zu langsam. Minimal. Aber du bist echt recht gestraft. Das ist Wahnsinn. Das ist cool. Das ist mal wieder so eine richtige Herausforderung für mich. In einem Spiel, wo ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Also in einem Genre zumindest. Scheiß die Wandern. Komm hier rüber. Komm zu Papa. Oder zu Mama. Ich glaube, ich war gerade eben bei Mama. So. Ach Mist. Die Flugkörbe. Boah. Okay. Scheiß die Wandern. Okay. Jetzt. Und rüber. Sehr schön. Yes! You are destroyed! Gut, sehr schön. Who is your daddy? Ist die mal schon Errungenschaft freigeschaltet. Okay, gut. Ich weiß gar nicht, ob man sich vielleicht auch mal andere Schiffe zulegen kann, oder kann man dieses hier immer nur modifizieren? So, Primary. Hier können wir... Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Primary, oder?